Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Lofriesenmarsch. Wir werden jetzt im Verband pressen. Vorher wird gemäht. Auf jeden Fall. Erfahren die ersten. Hier werden wir gleich macht das auch richtig? Na gut, wir müssen mal kurz kopieren. Das müssten die sein normalerweise. Feldmodus, soll ich, ne? Ja, das ist er hier. So. Den machen wir links. Ersten Wegpunkt. Und einstellen. Hoffe, der Tank ist voll. Dann haben wir ein Problem. So, nächste gleiche, der macht dann rechts. Also kann jeder halten, wie er will, links und rechts. Ich glaube, das ist nicht ganz so dramatisch. Nur es macht Sinn, wenn man es immer entsprechend gleich macht, um Fehler auszuschließen. So. So, den ersten Wegpunkt und der hat sich rechts aktiviert, das passt. Und einstellen, dann fahren wir jetzt mal mit, gleich mit. Weil ich befürchte immer was Schlimmeres dabei, wenn die arbeiten. Ne? Die kennen ja nichts. Die Brüder kennen keine Freunde, die fahren alle über den Haufen. Zum Glück haben die Masten hier keine Kollision, ne? Sonst werden wir jetzt schon Probleme haben. Das sind halt Dinge, die kann, denke ich mal, normalerweise kann jedes Programm das erkennen, aber wie gesagt, ist man so, wird dann schwierig, ne? Also ich stehe eigentlich, also die Feldarbeit wurde eigentlich ungünstig begonnen, weil wenn die Fahrzeuge zur Arbeit hinfahren, dann kreuzen natürlich diese Fahrzeuge, die gerade arbeiten. Das ist immer dann ein bisschen ungünstig. Ich müsste mal gucken, ob ich Verband aktiviert habe. Das wäre nämlich ganz wichtig. So, ist natürlich ein bisschen voll daneben. Das ist jetzt kurzfristig ungünstig, muss man drüber schieben. Arbeit bei 3 Meter, Wendekreis 10 auf 100%. Mal schauen, Erfahrung. Ich muss ein bisschen einstellen, also wenn wir den Rest so nacharbeiten müssen oder ich fange mal von vorne an. Aber ich denke mal, das kriegen wir hier auch so hin, letzten Meter. Gut. Jetzt werden immer viele Ballen werden. Der ist auch daneben. Aber warum das jetzt so ist, weiß ich auch nicht. Aber das kann man ja einstellen.
Gut, die ersten Meter kann man drauf verzichten wir nicht drauf, aber wir werden das erst zum Schluss nacharbeiten. Ich überlege mir, ob jetzt die Ballengröße verändern auf E8000 eingestellt, das passt eh. Wenn wir so auffahren, ne? So. Und dann die anderen Brüder. Verband eingestellt. Also Stroh. Der hat da was eingestellt. Verband aktiviert. Also 2 von 4 müsste normalerweise alle aktiviert sein. Und man sieht, kein Verlust, alles gemäht, alles super und die Geräte müssen natürlich hinterher gewartet werden. Tank auch voll. Der Bruder ist auch gut. Ja, Tank ist, wird hier gerade so reichen. Ansonsten schauen wir mal gleich von den Tieren nach. Tiere sind mir ganz wichtig, weil da reicht das Futter aber nur für 2 Tage. Also aktuell da haben wir noch keine. Da müssen wir noch umstellen, also 1-4 Kilogramm. So. Mischration haben wir gut. Wasser ist auch gut voll. Stroh, super. Schweinestall, da haben wir noch kein Stroh gegeben, glaube ich. Doch, haben wir auch. Passt. Futter können wir noch geben, aber das wird heute noch reichen. Der von der Zeit her noch eine gute halbe Stunde. Viele nehmen auch die Krone zum Mähen, kann man machen. Ich persönlich ich finde das Luxus, eine Maschine nur fürs Grasmähen. Wenn man reine Grasflächen nur hat, wenn man viele Grasflächen hat, wo der Prinzip von Anfang an ernten kann, macht das Sinn. Aber wenn man jetzt viele Arbeiten hat, die jetzt noch so anfallen, ne, wo man Traktoren brauchen könnte, ist ein Gerät zum Anbauen natürlich viel wirtschaftlicher. Für die ganz großen Betriebe, die jetzt extrem viel Gras haben, da macht sich in Kronau bezahlt, aber für die normalen kleinen Bauern auf keinen Fall. Die sind auch versetzt von der Sache her. Deswegen. Ne, das ist ja so. Das ist ja der Kurs ist ja in der Mitte. Alles okay, alles gut. Gut, kümmern wir um nächste Sache, um Kalk. Und beziehungsweise wir müssen ja gleich mal die Ballen einsammeln, ne? Aber das ist besser, wenn die erstmal die erste Runde fertig sind, davon die jetzt durchs Gras fahren müssen. Na gut, hoffen wir, dass keine Meldung kommt, dass sie sich im Weg sind. Das ist Kalk. Dann machen wir gleich auf Feld 1 und Feld 14. Erstmal fangen wir Feld 1 an. Und Kalk nochmal gleich. Das muss nicht gepflügt werden, glaube ich. Gepflügt werden muss nur Mais. So, sind wir da. Auch Feldmodus, ne, beziehungsweise Düngemodus. Pulsgenerierung, Voll 1. Ein Gerät, 18 Meter, bei Kalk kommt es hin, glaube ich. Wo war das? 19 Meter, 19,5. Oh, da müssen wir Vorgewände machen, da sind uns. Sonst fällt er mir in die Bäume. Hat aber sehr schnell berechnet gehabt, ne? Und Einstein. Ich denke mal, er wird. Lassen. Wir machen jetzt hier keinen Kurs mit Auffüllen, weil ich denke mal, das kriegen wir so hin. Von dem kleinen Feld. Bei den großen Feldern wie bei der
Bei der neuen Wiese, bei der 44, glaube ich, hat Sinn gemacht. Er soll vorne anfangen, nicht mittendrin irgendwo. Müsste auch repariert werden. Tank geht noch. Aber ein Traktor ist nicht ganz so dramatisch. Ein Drescher ist schlimmer. So. Dann wollten wir hier ein bisschen aufräumen, wenn wir Traktoren haben. Müssen wir die Geräte ein bisschen wegräumen. Bevor wir hier alles in die Quere kommen, hier uns hier mit den ganzen Geräten hier. Machen wir auch gleich zu. So, hinter ein Geschäft. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Da können wir in aller Ruhe nachher warten und dann kommt er wieder in ein Blattzeug, wo sie vorher waren. Oh, ich bin mit einem Pfahl. Hab mich festgepackt. Ja, gewaschen werden müssen sie und auch repariert werden. Aber wie gesagt, das wird jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist immer, dass wir unsere Felder bearbeitet kriegen und die Ernte eingefahren bekommen. So, hier unsere Schweine was zu futtern. Kuh haben wir dafür nicht. Oh, der macht komische Geräusche, ne? Hat er das auch? Ich weiß nicht, was für Geräusche das sind beim Traktor hier. Der quietscht fast gewaltig. Repariert muss auch nicht werden. So. Oh. Habe ich vorher auch nie aufgefallen, dass er so komische Geräusche macht. Wirklich komische. Puh, was ist der nächste? Der Hänger, das können wir verkaufen. Futter haben wir hier noch für die Tiere. Also Anhänger für Schweine. Wollen wir nicht durcheinander bringen hier. Sonst haben wir hier zwei volle Hänger mit Futter. So, Timer läuft nicht, dann mal gucken, ob die Zeit. Soll ich überziehen? Das wäre nicht so gut. So, putzen, wie so viel Mist hier vorne, verstehe ich nicht. Kann doch nicht sein. Wer macht denn immer so Mist? So. Wir müssen noch Ferkel umbauen. Oh, das heißt, den Hänger können wir gut brauchen für einen anderen Stall. Dann werden wir gleich mal mit Futter rüberfahren. Hier machen wir Futter rein und wieder raus. Ah, wir haben erst Mister. Den fahren wir jetzt im Stall rein, ne? Und Dach und Fach. Denk hier nicht rum. Tag, Schweine. Der Lohn zahlt sich hier nicht durch. Aber vielleicht kommt dann mit dem später was hin. Ich weiß auch nicht warum. Aber das ist wirklich ein kleines Problem. Wenn kein Geld gezogen wird.
So. Der Faktor macht ein Geräusch. Irgendeine Hintergrundmusik ist das? Nee, ist der Faktor. So, wenn wir gleich die ersten Radung vor das im anderen Stall fahren. Aber wir können immer erst einfüllen, wenn wir Feiertag haben. Das heißt. So, Schweinefutter. Machen wir ruhig voll. Auch haben wir Geld. Heute Nacht kriegst du mir was, ne? Aber. Die BGA wird ja ein bisschen Geld bringen, irgendwann. Aber wir beide wissen, was sie kriegt. So. Beste Schweinefutter. Jo, genau, genau. Sag ich immer wieder. Oh. Ich will hier mal mitreden. Lass mal nicht glauben, dass es richtig ist. Dass das so ist. So. Gib den Rest, was wir noch haben wollen, und dann geht ab zum nächsten Teil. Aber da demnächst, wenn wir da jetzt auf den LKW schnappen und hier die ersten Ferkel rüberfahren werden zu unserem ersten Maststall. Mal sehen, wann die ersten mit 100 Kilo haben ungefähr. Müssen wir schauen, dass wir den Flak dahin kriegen, ne? Sonst müssen wir die im Händler verkaufen, da glaube ich, dass nicht so gut dran ist. Vor allen Dingen später für die Wurst und die und Fleisch und so, ne? Pakete. Dann müssen wir Papier immer noch herstellen dafür, Verpackung. Oh, wie viel Arbeit. Aber das macht nichts, das ist so ganz gut, ne? So eine Reihe kriegen, wo wir das hier hinbringen können. Unseren ersten Maststall. Wir werden noch mindestens zwei dazu bauen. Mindestens zwei. Weil. Lass mal so stehen. Dann müssen wir ein bisschen Terraforming machen, wir müssen ein bisschen malen noch hier. Aber wie gesagt, das ist ja so. Wir müssen sehen mit Geld, dass wir mal heute Nacht ein bisschen Geld kriegen. So, Kalkgrad läuft. Das läuft auch soweit. Auf wir gehen raus. Ja, natürlich nicht. Das ist jetzt gerade da. Wenn man nicht dabei ist und aufpasst, ne? Also unsere Kurzwegfahrer, manchmal sind sie brutal. Da muss ich gleich eingreifen, der fängt vorne an. Hey, halt, stopp! Stopp! Ich muss Gas geben. Das wird nichts. Von vorne ist nicht gut. Gut, für die erste Bahn schon, wo man was liegt, aber dann fahren die über den nächsten Haufen. Das war der. Oh, mal gucken, links oder rechts. 1, 2, 3, 4 müsste eigentlich der erste sein. So. Ich weiß gar nicht, wieso das so. So, das soll es für heute gewesen sein. Wieder Überlänge, wollte nicht sein, soll nicht sein. Gut, okay, ist passiert. Ist im Grunde nicht tragisch. Dann zeigt mal Schüsse wegen Winkel, ciao. Hoffe, ihr habt den Monat gut verstanden.
Dann sage ich, hoffe ihr habt auch frei, so wie ich. Ja, dann sehen wir uns vielleicht zur nächsten Folge wieder. Tschüss.